Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur 12. Folge von Planet Mermaids auf Microhazard TV. Ich bin der Eistwerian immer noch und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück. So, da unten steht unser Hauswürfel, sage ich mal. Und wir haben uns ein bisschen Carbon besorgt. Ich hoffe, dass das Carbon auch gut ist. Sagen wir mal so. Und es reicht erstmal. Ja, schneller laufen können wir nicht, ich renne schon, ne? Zumal die Ausdauer hier nicht gerade die beste ist, was Rennen angeht. So, haben wir wieder Carbon uns beschafft. Hier kriegt mal Licht hier drin, aber habe ich nicht, gibt's nicht. So, packen wir erstmal das Carbon rein. Das kriegen wir zwar alles rein, aber wir haben jetzt die Krone aber so viel. So, jetzt können wir wieder ein paar Grundrahmen herstellen. Machen wir gleich wieder 10 Stück her. Wird noch ein paar brauchen, schätze ich mal. Dann kannst du gleich Plating hinterher schieben. Erstmal 10 mal. So. Während er das produziert, können wir ja mal hier im Loch so ein bisschen rumbohren. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Ressourcen. Eigentlich soll ja hier, wo so metallische, der Boden so metallisch ist, eigentlich auch was zu finden sein, aber irgendwie bemerkt, kommt hier nicht wirklich was. Batterie leer. Hier sieht man, hier kommt gar nichts, ne? Null, nada, nichts. Und hier drüben? Das ist pure Energieverschwendung. Da kommt gar nichts. Reine Energieverschwendung. Gut, denn sobald wir nicht das Fahrzeug haben, können wir nämlich ein bisschen weiter fahren. Kommen wir nämlich schneller voran, hoffe ich nochmal. Dass das so der Fall ist zumindest. Und wir uns dann nämlich besser bewegen können. So, er macht schon die Platings. Sehr gut. Warten wir, bis die fertig sind und dann können wir erstmal. Ne? Was brauche ich denn für das Gestell hier noch? Dreimal Elektroteile, zweimal zusammengesetzt. Dreimal Elektro. Haben wir zweimal platziert, also sechsmal. Und viermal insgesamt zusammengesetzt. Das Material geht weg wie nichts, ihr merkt, ne? Vor allem Carbon geht hier so weg. Carbon brauchen wir irgendwie für alles. So, aber die Teile, die wir jetzt zuerst haben wollten, haben wir erstmal. Können ja warten, bis wir den Rest auch noch haben. Wir brauchen natürlich Energiezellen auch noch herstellen. Das Ding ja keinen Strom sonst. So, wir können ja schon mal hier bauen. Was brauchen wir für die Energiezellen hier dann noch? Das sind ja die hier, dann nehme ich mal stark an. Da brauchen wir erstmal dieses ALM für. Ich hätte gerne wenigstens zwei Energiezellen. Für jeden Block einen, demzufolge. Da brauchen wir schon mal zwei davon wieder. Da gehen wieder zwei Carbonflöten. Und dann brauchen wir noch diese zusammengesetzten Teile. Auch zweimal. Und dann können wir zweimal das herstellen. So. Gut, ansonsten haben wir jetzt erstmal alles, um draußen ein bisschen zu arbeiten. Wieder. So, gucken wir mal. Achso, für das Ding brauchen wir noch mechanische Teile. Nicht gerade wenig für die Aufhängung. Okay. Wir können einfach die Blöcke hier ein bisschen bearbeiten. So. So, jetzt haben wir die Winde und die Windenkette freigeschaltet. Mal eben schnell nebenbei. Die, keine Ahnung, wo die jetzt wieder zu finden ist. Irgendwo anders. Werkzeuge wahrscheinlich, wa? Ja. Hier ist sie. Die Windenkette. Die Windenkette wird zum Einhaken von Bausteinen in der Winde
genutzt und eine motorische Winde mit Stahlseil, so was heißen, die mit einer Windenkette verbunden werden kann, wird genutzt, um andere Fahrzeuge und Bausteine zu ziehen. Benötigt Elektrizität. Und das hier ist ein Wagenheber, hebt Fahrzeuge in die Luft, ermöglicht Modifikationen, kann auf dem Boden platziert werden, benötigt Elektrizität. Also hebt Fahrzeuge in die Luft. Achso, das ist wieder Jetpack wahrscheinlich, sondern das oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Den sparen wir uns erstmal. Kein Treibstoff, klar. Für die Batteriezellen. So, wir brauchen noch weitere Aufhängungen auf jeden Fall. Wäre ja mal ganz sinnvoll, wenn wir hier 4 Räder hätten. Ne? So. Jetzt haben wir, hätten wir den Platz für 4 Räder. So, 3. Die Räder müssen natürlich immer ran, logischerweise. Achso, das ist die Laufrichtung. Nein, das ist die falsche Laufrichtung. Also doch andersrum. Nein, ich mach immer mit der Taste B das Menü auf, statt mit Tab. Also doch diese Richtung. Achso, kann ich die Laufrichtung ändern oder was? Das muss ich schon so rum ranhängen, aber ich muss mal gucken, wie ich die Laufrichtung jetzt ändern kann. Das geht bestimmt irgendwie, weil ich will ja nicht rückwärts fahren. Würde schon gerne. Ja, toll, die drehen jetzt vorwärts natürlich, klar. So, so, die Räder haben wir auch, da braucht man einen Haufen Grundrahmen nur für. Ah ne, mechanische Teile auch noch. Mechanisch zusammengesetzt. Oh ja, geht noch einiges flöten hier. So. Ja, ja. Schon ganz schön breit, ne? Trotzdem. Okay. Kann ich jetzt mit dem irgendwas machen mit dem Rad? Die Laufrichtung ändern zum Beispiel? Nee. Warum nicht? Ich kann es mal wegstecken. Genau. C. E. Nein. Vielleicht kann ich es machen, wenn ich es fertig gebaut habe oder so. Mal gucken. Im Cockpit kann ich schon mal irgendwas machen hier anscheinend. Angeblich kann ich reinsetzen. Yay! So, drin sitzen tue ich schon mal. So, gut. Drin sitzen allein ist es allerdings nicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was machen hier. Und wir brauchen natürlich wahnsinnig viel Material für die Aufhängungen. Denn da brauchen wir mechanische Teile 4-mal und zusammengesetzt 2-mal. Das Ganze jetzt 4-mal. Also 16-mal mechanische Teile und 8-mal zusammengesetzte. So, 16-mal mechanische Teile. Und 8-mal zusammengesetzte. Batterien haben wir schon 2 produziert. Und 2 mechanische haben wir schon, also brauchen wir noch 14 mechanische. Und da geht uns das Carbon schon wieder flöten. 14 mechanische und 8 zusammengesetzte. Und da bräuchte man auch wieder mehr Biomasse. Das heißt, wir müssen Biomasse besorgen und Carbon schon wieder. Und ja, Carbon wird langsam echt Mangelware. Okay, dann laufen wir mal los. Tür machen wir aber zu hier. Ja, wir möchten hier nicht ungebetene Gäste haben. So. Sonnenstand. Ja, ist okay. So, dann laufen wir mal diesmal in die Richtung. In die Richtung haben wir noch nicht so groß gewütet. Gucken, ob wir hier auch ein bisschen was finden. Meine Biomasse ist kein Problem, da fäll ich einen Baum, dann ist gut, aber Distress-Signal detected. Ah, okay. Das sind halt Distress-Signale. Das ist halt da hinten in 2 Kilometern. Aber da komme ich so schnell ja gar nicht hin. Da ist was. Da ist Felsen. Da können wir uns ein bisschen was holen. Carbon. Ich krieg so hier alles, aber ich brauche eigentlich nur Carbon. Das ist mal der Punkt. Ich brauche eigentlich nur das eine, aber ich krieg alles. Das ist immer schwierig dann. Auf
von dem einen brauche ich aktuell gar nicht so viel. Zum Beispiel jetzt von Eisen, ja, aber zum Beispiel hier ist Lithium oder so, da brauchen wir gar nicht so viel zur Zeit. Aber eine kleine Rundreise machen wieder hier. Da können wir was einsammeln. Eisen und Carbon hauptsächlich. Sehr gut. Ja, ich sehe, wir müssen dann echt sogar mit dem Fahrzeug nämlich schon rumfahren, um noch Ressourcen zu finden, weil ganz ehrlich, so viel ist hier aktuell gar nicht mehr in der Gegend. Oh, was ist denn das da? Ich habe ein bisschen Angst vor den Viechern hier, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und die sehen ein bisschen gewalttätiger aus. Die könnten durchaus ein bisschen gefährlicher werden hier. Und jetzt sehen sie so aus. Ja, genau. Ich habe lieber nichts getan, lass mich in Ruhe. Er verfolgt mich immer noch. So, ihr seht, die sind definitiv schon aggressiver. Den können wir uns nicht einfach so nähern. Die tun uns dann gleich verjagen. Oh, hier hinten sieht es noch ganz gut aus. Das darf ich doch wegnehmen, oder? Ich muss nur euer Hort dann damit in Ruhe lassen, stimmt? Das sind aber auch so eine Viecher. Ich habe noch keine Waffe, das ist nämlich das Problem. Ich habe noch keine Waffen. Ich würde gerne mich mal an das da ran. Was wächst hier? Carbon. An das da würde ich gerne mal ran. Was ist das? Oh, dauert viel zu lange. Das ist irgendwas, was die bestimmt nicht mögen. Das ist bestimmt die ihr Hort. Genau. Da hören wir die Musik schon. Flüchten wir wieder. Jetzt ist wieder Ruhe. So. Ja, da müssen wir dann echt schon flüchten, ihr merkt, ne? Die brauchen echt langsam mal eine richtige Waffe hier. Was haben wir da jetzt aber bekommen alles dadurch? Weil da haben wir nämlich ein bisschen mehr bekommen. Wieder, aber Spezielles haben wir auch nichts bekommen. Wir haben zwar hier wieder Fleisch und so bekommen. Aber keine Spezialressource auf jeden Fall. Wir werden noch ein bisschen Biomasse mitnehmen, die wir hier mal im Baum fällen. Und so, ihr seht, es geht jetzt schon deutlich schneller, so einen Baum zu zerlegen. So, dann haben wir auch wieder einen Haufen Biomasse dabei. Ja, sollte erstmal wieder eine Weile reichen. So. Also Biomasse ist ja kein Problem. Die anderen Ressourcen werden langsam ein Problem, weil wir hier ständig ja immer noch weiter ins Territorium vorrücken müssen. Und wir da echt langsam Probleme kriegen mit den Tierchen, die hier unterwegs sind. Und ich habe keine Waffen. Das ist halt, also abgesehen von dem Werkzeug habe ich aktuell immer noch keine Waffen. Das ist ganz schlimm hier. So, das legen wir mal da rein. Dann stapel das mal mit dem da. Und dann packen wir da das noch dazu. Und dann stapel das mit dem. Das ist ja schon im Maximum. So, dann haben wir noch mehr Carbon. Ja, tausch das mal mit dem. Stapel mal so viel wie geht. Haben wir da drin? Nö. So, nehmen wir mal die mechanischen Teile hier noch mit. Und achso, eins fehlt uns noch. Also er macht gerade noch. Er ist noch dabei. Okay, so. Eisen haben wir wieder beschafft. Und Silikon haben wir mehr als genug. Naja, so. Biomasse fehlt. Jetzt können wir das mal reinschieben hier. Bitteschön. Noch ein bisschen mehr. Noch mehr. So. So, jetzt sollte er erstmal wieder gut Ressourcen erstmal haben. Abgesehen von Carbon natürlich, was relativ schnell wieder weggeht.
So, den Rest, den wir hier gesammelt haben, Fruchternte, Fleisch und Kräuter, schmeißen wir hier drüben rein. Und die Seeds, die wandern natürlich wieder hier rein. In unsere Gewächshäuschen machen wir die Seeds gleich da drüben rein. So. Um hier was zu produzieren, wir haben ja hier schon Kräuter produziert immerhin. Die können wir mal rausnehmen. Warte mal, wir können das Fruchternte, brauchen wir Biomaterial, Seeds und dreckiges Wasser. Und für Kräuter brauchen wir dasselbe. Sehe ich das richtig? Ah, okay. Stellen wir hier Fruchternte her. So. Dauert 6 Minuten, 5. Machen wir Fruchternte so ein paar Mal. Einfach mal laufen lassen nebenbei. 5 Mal. Geht 5 Mal? Ja. Machen wir 5 Mal. So, Fruchternte. So, Kräuter schmeißen wir hier drüben rein. Damit wir uns jetzt mal ein bisschen versorgen können in der Zwischenzeit. Achso, ihm fehlt auch Carbon schon hier drüben. Deswegen kann er nicht weitermachen. Und Wasser müssen wir auch wieder besorgen. Oh Gott. Wird es schon wieder dunkel? Das gibt's ja wohl nicht. Die Zeit rennt ja hier weg wie am Schnürchen. Wir werden aber allerdings noch die gucken, dass wir die. Ach ne, brauchen wir die mechanischen Teile noch für die er gerade produziert. Die Aufhängungen wenigstens noch fertig kriegen hier. So, ich will die Aufhängung noch fertig machen. Ein bisschen Licht hier. So. Aha, eine Aufhängung. Noch eine Aufhängung. Noch eine. Und noch eine. Ich muss sagen, mir gefallen die Räder so fast sogar noch besser, als wenn sie fertig wären. Ne? So, okay. Brauche ich mechanische Teile, zusammengesetzte und Stoff. Also 4-mal Stoff. 12-mal zusammengesetzt und 8-mal mechanisch. Das ist viel, ne, was wir hier brauchen. Das Fahrzeug ist schon nicht wenig. So, also 4-mal Stoff haben wir gesagt. 12-mal zusammengesetzte und 8-mal die mechanischen. Ich finde das Carbon wieder, alle gehen dann schon wieder. So. Können wir erstmal hier gleich stapeln. Das mal hochziehen und sortieren hier. Immer schön sortieren. So, 4-mal Stoff haben wir schon. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei, Leute. Ihr werdet es mir nicht glauben vielleicht, aber es ist so. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden die Nacht jetzt hier wieder schlafen. Und ja, morgen geht's weiter. Bauen wir das Fahrzeug dann hoffentlich fertig. Und dass wir damit schon mal rumgurken können so ein bisschen. Und dann vielleicht auch ein bisschen besser schon Ressourcen sammeln können. Dann können wir nämlich mal Wasser holen hinten schon mit dem Fahrzeug jetzt vielleicht. Und ich muss gucken, ob ich die Drehrichtung der Räder ändern kann, aber ob ich das hinkriege, keine Ahnung, wie wir es rausfinden. Und bedanke mich, dass ihr da wart, wie gesagt, hoffe, ihr hattet Spaß und sage